Logo. Mhm. Hast du noch einen Pudding? Ein ganz normaler Tag in Daisy. Tot zu machen. Da muss man sich mal vorstellen, wenn einer so lang geht, weiß, dann hört er dazu die Musik. Die immer lauter und lauter wird. Und auf einmal stehen so vier Vollidioten. Ich muss mich gerade an die Szene erinnern mit Peter Griffin aus Family Guy. Kennt ihr das? Ja. Ah, der Armin, du hast mir das so geschickt. Pascal, kennst du das? Was denn? Mit aus Family Guy, wo die Proclaimers das singen. Mit Peter Griffin. Oh, das ist so lustig, einfach. Du musst da mal den. Geh da oben in den Wald, auf den wir jetzt zugehen, oben auf die Spitze und dann schickst du den Ding und musst Pascal sich davon kommen. Hätte ich verstanden, der Link. Links? Jo. Dann gehen wir da zuerst hin. Oh ne, warte mal. Das ist Gorka. Da will ich nicht rein. Wieso? Was ist denn Gorka? Ich mag Gorka nicht. Gorka Esen. Bin ich bis jetzt immer gestorben. Gorka ist irgendwie Hotspot. Ich weiß auch nicht warum. Da trifft man irgendwie fast immer Spieler. Okay, dann gehen wir rein und machen nochmal die Musik an. warte mal, ich hab hier was richtig Gutes drauf. What the fuck? Ja, nein! Kennt ihr nicht Una? Diese deutsch-elbische Dings da? Deutsch-Elbisch. Sie singt Deutsch und Elbisch, warte. Ja. Oder ja doch Elbisch. Warte, die singen irgendwie Gea, schieß dich tot. Da, das ist nicht Deutsch. Das ist eindeutig Elbisch. Oder kann auch Elbisch sein. Sucht mal die im Internet, die sagen, dass sie Elbisch singen. Ja, toll. Oder Elbisch, Elfisch. Kann ich auch behaupten, wenn ich Klingonisch spreche. Krasnikmas! Pam! Komm schon! Wie hast du mich erschossen? Ich hab dir doch gesagt, halt an oder ich schieß den Kopf. Was? Krasnikma! Genauso wie es ein Skyrim-Drachensprachen-Lexikon gibt, ey. Lern das mal auswendig, ey, dann bist du der King. Tja, ich verstehe bloß keine Sau. Es war mit Abstand die schlimmste Woche, die ich in Daisy hatte. Ich find kein Wasser und kein Essen mehr. Ich hab keinen Plan, was ich mache. Ich glaube, ich werde sterben. Keine Ahnung. Das ist ja wie so ein typischer Softboxer. Linker, rechts, kein Schatz. Kring, 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 kring. Weißt du, musst genau. Du so machen, so. Mit aber ich immer das Rote? Dann so einer, was macht? Ist da eine Q-Taste kaputt? Nee, ich bin links ab. Hat immer eine Schrote? Einmal, Glurak eine Schrote. Ich hab eine Schrote. Ich hab, 15, 12 Gauk Slot. Gauk nehme ich gerne. Oh, ja, warte kurz. War mit Abstand die schlimmste Woche, die ich in meinem Leben. Braucht jemand 9mm? Das sind sogar andere Gorges. Das sind Slugs sogar. Ja, ja. Braucht jemand 9mm Munition? Nö. Nein. Was ist das denn für ein Teil? 9mm braucht keiner, kann ich ja wegschmeißen. Nehme ich mal deine Armobox da. Hat einmal keine 9mm? Die M1911 ist doch keine 9mm, oder? Achso, das ist eine M1911, ich dachte, das ist eine 9mm Pistole. Nee. Glogo, wenn du übrigens noch Mosin-Kugeln hast, die über sind und ich ja, kann auch halt welche aufnehmen, meine Box. Meine Box ist nicht voll. Meine Box. Okay, gut. Mit irgendwelchen ACP und Mosin-Munition. Braucht jemand eine schwarze, also brauche ich eine schwarze Spraydose, braucht jemand?
Hab selber eine schwarze. Waffe noch nicht da. Ich hab nur eine grüne zur Hälfte gefüllt. Ich weiß ja nicht, ob jemand seine Waffe noch bunt braucht. Vielleicht später mal. Also die schwarze kann man nur zum Einfärben von Sachen verwenden, oder? Sonst nicht? Ja, nicht für mich. Also, kannst du trocken. Gut. Weil ich rolle gerade mal. Da liegt auf. Die Dose rum, weil ist die voll? Ja, die ist voll. 100%. Wo kann ich noch meine 75% wegwerfen? Okay. Vor die Umweltverschmutzung hier einfach mal wegwerfen. Aber mal so eine Door-Spray aus. Ey, es ist Zombie-Apokalypse, die Zeiten halt. Ja, die anderen haben auch ihre Waschmaschinen auf die Straße, also. Ja, das wir auch. Ja, aber das hier ist Wald. Nein, das ist dasselbe, halt die Ich soll vielleicht mal mein Fenster zu machen, mein Bett wird nass. Ach ja. Ist eine Alternative, die kann man berücksichtigen, kann man machen. Muss man nicht. Also, jetzt kommen wir hier so hinterm Berg, weil es hier nur noch so ein Tal brennt. Wie lange hält das denn mit diesem Soak dann? Das nervt ja voll. Oh, ich bin nicht mehr hydrated und auch nicht mehr energized. Oh. Oh, ich bin sogar healthy. Ich bin nur noch hellgelb, hellgrün, hydrated. Also, wir gehen jetzt hier zu der Tanne und dann schickt Alma den Link. Okay. Dann gucken wir uns alle den gemeinsam an. Mhm. Oh, Gemeinschaftsgucken, so süß. Gurkenkuscheln unter der Tanne. Alles. Nee. Wer ist das mit dem blauen Rucksack? Also. Muss mehr in die Tanne gehen. Geh noch ein Stückchen nach rechts. Da kommt. Hä? Da sitzt doch einer drin. Nee, vier! Was ist der Family Guy ohne Peter, ey? Nicht Family Guy. Das wäre sehr traurig, ja. Jo, dann weiter im Text. Auf jetzt. Wir sind die ganze Strecke bis jetzt gegangen. Hat auch jemand Mambo Number 5? Das. Ja. Gut. Auch. Warte, wartet, ich muss kurz mein Handy holen. Mein anderes. Das ist das alte, das darf mich runterfallen. Okay, es geht nicht mal an, doch jetzt. Mambo Number 5. Okay, sehr schön. Alter, wie kommt das denn so? Wie macht er das? Kann man das alle aufnehmen? Ich bin schon dabei. Das ist bescheuert.
Oh, vorbei. Das ist Aufwärm so. Jetzt ist F1. 1, 2, 3, 4, 5. Allein so. 1, 2. Okay, wie macht man die 3? Ja, das hinsetzen. One! Hey, EF, warte mal. Dann so, also, one. Pass auf. One. Two. Three. ja. Four. Und. Hörtest du schon, wenn dann muss One das sein. Warte, warte, okay. Warte. Ja, oder das hier. Wo wir gerade bei One sind. Ne, warte mal. Hier. 1, 2, 3, 4, 5. Oh, ist ja ein Ohrwurm. Das ist ein Vogel. Oh Mann. Das ist geht. Ach, war das gut. Und ja. Wäre jetzt hier jemand den Weg lang gelaufen, hätte das gesehen, ne? Alter, der hätte sich wahrscheinlich eingepisst, ey, weil das so ein bisschen aufs Gesicht ist. Ich glaube, der hätte einmal so geguckt, so. Okay, gut, dann lasst mal weiter.